Da musst du grinden, grinden, Gold, grinden. Gold, Gold! Genau, so sieht's aus, Gold. Gold! Und dann musst du. Jindaberek, meine Freunde, was geht ab? Ja, Road to Dark Matter geht weiter. Heute habe ich meine sechste Waffe Gold gespielt, und zwar die AK-74U. Meiner Meinung nach mit einer der besten MPs in Cold War. Ich muss sagen, auf Range ist die Waffe stark, auf Nahkampf ist die Waffe stark, im Spray ist die Waffe stark. Movement hat man mit der Waffe, wenn man die richtigen Aufsätze drauf hat. Also bleibt bis zum Ende dran, weil am Ende gibt es auch noch ein schönes Klassen-Setup. Viel Spaß mit dem Video. Komm raus da, Mann. Komm raus da, Meister. Outplayed, Junge. Bam, da der Erste. Okay, da einen anderen Choke, aber jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Bam, weg. Guck mal, wie die plättet, Alter, Junge. Die AK-74 ist so krank, ne? Ich schwör's dir. Die ist so krank, die plättet nicht normal. Also die AK-74U ist schon eine immens starke Waffe, muss ich schon sagen. Aber ich finde die MP5 einfach stärker. Die MP5 ist einfach besser. Ist einfach Fakt, weil das ist eine Overpowered-Waffe. Aber die AK-74U kann man recht auch ordentlich spielen, finde ich. Die hat, mit der kann man Movement kicken. Die hat eine geile Time to Kill. Also sie plättet auch schnell. Ist mega, das Ding. Auf Range auch nicht schlecht, wirklich. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und hör auf zu campen, Junge. Bart's weg. Ich glaube, das Campen weg. Free Fire weg. Einfach nur zerstöre euch. Boom! Die Waffe ist insane, Mann. Die ist insane, Digga. Von hinten kommt noch einer. Die ist insane, Digga. Die ist einfach nur insane. Zack, weg. Guck mal, wie die plättet, Alter. Krank, wa? Das ist krank. Die plättet in diesem anderen Tempo. Schön, die zu zweit im Haus, Digga. Auf dem Bett, Junge, nein! Nein! Warum? So, hier, zack, um die Ecke, da liegt der. Ne, liegt der da einfach. For real. Warte, weg. Oh! Movement, nein, Digga. Ich hätte die noch holen können, den vierten auch noch, wenn ich direkt drauf. Schade. Einfach mal zu stehen, Digga, dass ich einfach gerade auf Freihand bin. Man muss einfach mal zu stehen. Da oben im Fenster. Tryharden bringt auch Spaß zurzeit. Ich muss sagen, Tryharden schockt mich sogar an. Ich will die Leute einfach weinen sehen im Chat. Wenn da jemand im Spielchat unterwegs ist und komplett passiert, der soll einfach anfangen zu heulen, Digga. Ich schwör's euch. Road to Dark Matter bringt mir so Spaß, und ich glaube, nächstes COD werde ich da auch drauf gehen, weil ich da Bock drauf hab. Weil ich einfach auch Bock hab, mit einer Dark Matter-Tarnung die Leute wegzusnipen. Turn-ons zu drücken. Einfach so Bock auf so ein Shit, Digga. Es bringt mir Spaß. Es bringt mir tatsächlich Spaß. Und ich habe Spaß an Cold War, das haben nicht viele. Und mich macht das stolz, Digga, dass Call of Duty mir Spaß bringt. Es ist geil, das Game. Wer sagt, das ist nicht geil, dann flenn mich nicht voll. Mir macht das Spiel Spaß, Digga. Ich hab Bock, die Leute wegzutryharden. Das mache ich auch, und ich hab Spaß dran. Wenn das nicht gefällt, dann Pech. Mir macht es Spaß. Ich hab sein Leben genommen. Ich hab ihm den Turn-on seines Lebens gegeben, Junge. So, jetzt stelle ich euch mal das Klassen-Setup vor. Wie zocke ich die AK-74U? Ich zocke sie Standard Mikroflex LED-Visier. Wobei, das Standard-Visier kann man auch spielen. Nices Visier. Mündung zocke ich Spätznatz-Kompensator. Da einfach wegen der vertikalen Rückschusskontrolle. Die verzieht gar nicht dann auf Distance. Ist insane dann. Lauf zocke ich den 8,4 gezogenen Lauf für die effektive Schadenreichweite. Bei MPs finde ich einfach die effektive Schadenreichweite auch sehr wichtig. Dann den Körper. Das ist das Standard, also den Standardkörper, den Lauf. Das ist nicht mal Lauf. Das Körper hört sich aber scheiße an. Aber Standardkörper zocke ich immer den Tiger-Team-Scheinwerfer. Egal bei welcher Waffe ist der da, zocke ich den. Unterlauf zocke ich den Spessnassgriff. Auch wegen der Kontrolle, Waffenkontrolle, MP wichtig, finde ich. Dann zock ich beim Magazin den Gro-Magazin, Klammer. Magazin?
Das Magazin grob, Magazin Klammer, bla bla bla, ihr wisst Bescheid. Handgriff zocke ich den Gru Elastik Umwicklung. Alter, ich bin hier voll der Gru, Alter. Gru geht ab hier. Gru, Gru. Gang Gru. Und den letzten Schaft. Also glaubt mir, diese Klasse ist krank. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wie immer, wir sehen uns in 2 Tagen. Schönen Tag noch.